Eine junge Frau hat einen schrecklichen Verdacht. Okay. Ich habe ein Telefonat von meinem Ex-Freund belauscht. Und ich glaube, er will jemand umbringen. Und was genau hat er erzählt? Ich habe ganz deutlich gehört, wie er gesagt hat, dass er jemanden aus dem Weg räumen wird und dass er die restlichen 200.000 nach Erledigung des Auftrags bekommen wird. Haben Sie ihn darauf angesprochen? Ich meine, Frau Schneider, vielleicht war es auch bloß ein Scherz. Ja, das habe ich auch zuerst gedacht. Und als ich ihn dann darauf angesprochen habe, meinte er genau dasselbe. Aber ich bin mir sicher, dass er lügt. Und was macht Sie so sicher? Ich meine, ich kenne Martin, also meinen Ex-Freund. Ich bin mir sicher, dass das kein Scherz war. Also, Sie sagten Ex-Freund. Wie kommt es denn dann überhaupt dazu, dass Sie ihn belauscht haben? Sie werden doch wohl kaum noch zusammen wohnen. Nein, das tun wir nicht. Ich habe mich ja vor einem Monat von ihm getrennt und bin dann auch sofort ausgezogen. Aber ich habe ja noch ein paar Sachen bei ihm. Also bin ich zu ihm in die Wohnung und er dachte, ich wäre im Schlafzimmer, als er telefonierte. Aber ich hatte noch eine Frage, also bin ich zu ihm in den Flur und da habe ich das Gespräch mitgekriegt. Okay, verstehe. Haben Sie denn mitbekommen, um wen es geht und wo dieser Auftrag stattfinden soll? Also um wen es geht, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es hier passieren muss, in dieser Stadt. Was haben Sie gehört? Nicht direkt, aber in seinem Schlafzimmer. Dort steht ja sein Computer und da drin habe ich rumgeschnüffelt. Ich weiß, das ist nicht ganz legal. Jedenfalls habe ich herausgefunden, dass er einen Flug von Köln, da leben wir, hierher gebucht hat. Mhm. Das bedeutet, er wäre jetzt in der Stadt. Und der Auftrag, also der Mord, soll auch hier in der Stadt passieren? Ja, davon gehe ich aus. Oder? Ich meine, er kennt ja niemanden hier. Er hat weder Verwandte noch Freunde noch einen Job hier. Das wüsste ich doch. Ich mache mir auch solche Vorwürfe. Vielleicht, wissen Sie, ich habe mich von ihm getrennt, weil er sein Leben nicht in den Griff kriegt. Ständig ist er pleite und überall muss er sich verschulden. Vielleicht macht er das Ganze auch nur, um vor mir nicht als Verlierer dazustehen. Und deswegen glauben Sie, er würde einen Auftragsmord annehmen? Ich weiß es nicht, aber er hat ganz schön gelitten unter unserer Trennung. Sie müssen mir versprechen, dass Sie diesen Mord verhindern, bitte. Bitte. Ach ja, ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht von ihm. Das ist er. Und das hier, das ist seine Karte. Vielleicht hilft Ihnen das ja was. Frau Schneider, haben Sie schon versucht, ihn zu erreichen, seitdem Sie hier in der Stadt sind? Schon unzählige Male, aber es geht ständig nur die Mailbox ran. Ich mache mir solche Sorgen. Gut, das Einzige, was ich im Moment machen kann, ich kann den Staatsanwalt informieren und eine Handyortung einrichten. Ja, vielen Dank für Ihre Mühe. Das ist hier übrigens meine Karte. Da steht auch meine Handynummer drauf. Bitte sagen Sie mir sofort Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben, ja? Ja, das mache ich. Gut, vielen Dank. Ja, Gerrit, wir sind jetzt an dem Ort, wo sein Handy zuletzt geortet wurde. Also, wir checken ja mal die Lage und melden uns später mal bei dir. Ja? Wir halten dich auf dem Laufenden, Junge. Bis dann. Ciao. Tja, die Ex von dem Typen schiebt ganz schön Panik. Sie hat sich schon dreimal bei Gerrit gemeldet. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube ja immer noch, dass sie da irgendwas missverstanden hat. Ich meine, vielleicht will sie sich auch noch rächen. Vielleicht hat nicht sie mit ihm, sondern er mit ihr Schluss gemacht. Das wäre aber eine harte Nummer. Allerdings. Das ist doch seltsam. Ein ganz normaler Typ soll zum Killer werden, nur weil er Geld braucht? Also vorbestraft ist er nicht. Aber vielleicht will er auch gerade deshalb, weil er Berufskiller ist, unauffällig leben. Und sie hat ein Jahr lang nichts gemerkt? Ich weiß es nicht, Alex, aber das ist schon komisch. Da könnte was dran sein. Ich meine, der Typ hat ein Flugticket gebucht, hierhin, aber keins zurück. Ich meine, vielleicht will er sich nach der Tat irgendwo mit der Beute absetzen, irgendwo hin, wo es warm ist. Guck mal, der Typ, das könnte ja doch sein. Hey, Polizei, bleiben Sie stehen! Scheiße, komm, dann holen wir uns. Der vermeintliche Killer ist in einem Taxi entkommen. Michael und Alex haben ihn nur knapp verpasst. Haben wir den Taxifahrer schon? Ja, aber der bringt uns nicht weiter. Allerdings hat der Verdächtige sein Mobiltelefon im Taxi zurückgelassen. Ach so, das hat er wahrscheinlich zurückgelassen, damit man ihn nicht orten kann. Höchstwahrscheinlich, ja.
Sagen Sie mal, hat er irgendwelche Leute in der Stadt, bei denen er Unterschlupf finden könnte? Laut Aussage seiner Ex-Freundin, nein. Und er wird wahrscheinlich in irgendeinem Hotel oder in der Pension absteigen müssen. Das habe ich mir auch gedacht. Und deshalb habe ich alle Hotels in der Stadt informiert, ein Foto weitergeleitet und die Kollegen in seiner Heimatstadt in Köln informiert. Sie haben ein Auge auf seine Wohnung. Wunderbar. Herr Grass, ich muss los. Sie werden mich bis morgen nicht erreichen, aber ich schaue vorbei. Alles klar. Danke. Gut. Tschüss. Wiedersehen, Herr Kekitas. Was ist mit Alex und Michael? Die beiden sind ja immer noch an dem vermeintlichen Killer dran. Ah. Und die Kollegen aus Köln? Gibt's von denen was Neues? Nicht wirklich. Der Mann ist in seiner Wohnung noch nicht aufgetaucht und sein Auto steht immer noch in der Parkgarage. Und du bist dir sicher, dass er noch hier in der Stadt ist? Max, das Einzige, was wir wissen, ist, dass er ein One-Way-Ticket hierher gebucht hat. Und keinen weiteren Flug. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, er ist hier in der Stadt. Tag zusammen. Hallo, Herr Staatsanwalt. Herr Staatsanwalt. Was gibt's Neues? Ja, haben die Hotels schon auf das Foto des Verdächtigen reagiert? Nein, aber wir haben die Fotos ja auch erst gestern Abend verteilt. Vielleicht kommt im Laufe des Tages noch was rein. Ja, das ist der Mann, der im Zimmer 216 wohnt. Eindeutig. Und wann hat er eingecheckt? Ah, hier. Klaus König. Hat gestern um 8.40 Uhr eingecheckt. Klaus König ist ja richtig einfallsreich. Ja, wirklich. Ist der Herr König denn jetzt auf seinem Zimmer? Ja, ich denke schon. Seine Zimmerkarte ist auf jeden Fall nicht da, also müsste er eigentlich in seinem Zimmer sein. Zweite nehme ich an, ja. Ja. Danke. Shit. Hey, stehen bleiben! Nicht wahr sein, oder? Shit. Komm, die Treppe! Alles klar, dann mach das. Okay, viel Glück dabei. Bis später, tschüss. Sein Mist. Und? Er konnte den Kollegen entwischen. In letzter Sekunde ist er mit einem Taxi davongefahren. Was wollen Ihre Kollegen jetzt machen? Sie haben die Taxizentrale informiert, eine Fahndung rausgegeben und jetzt sehen Sie sich im Zimmer des Flüchtigen um. Rauchen ist aber ein ganz großes Hobby von Herrn König. Ja, und Saufen wahrscheinlich auch. Der Typ scheint mächtig nervös zu sein. Ja, kein Wunder. Der ist ja kein Profi. Und wenn er jetzt seinen ersten Mordauftrag ausführen will, dann ist er mit Sicherheit nervös. Hat der Typ Gepäck dabei? Der scheint sich wohl auf eine längere Reise eingestellt zu haben. Der will bestimmt abhauen. Ja, aber vorher will er wahrscheinlich noch die Kohle aus seinem Auftrag kassieren. Was haben wir denn hier? Das ist aber nicht seine Ex-Freundin. Vielleicht das Opfer? Möglich. Das gibt's ja wohl nicht. Was denn? Warte. Hier. Seine Waffe. Ohne die dürfte es ihm sehr schwer fallen, den Auftrag auszuführen. Wenn er ihn nicht schon ausgeführt hat. Dann haben wir zumindest die Tatwaffe. Michael. Sieht aus wie ein Schließfachschlüssel vom Bahnhof. Das können wir ja gleich mal überprüfen. Das Geld haben wir im Schließfach des mutmaßlichen Killers gefunden. Waren Ihre Kollegen aber ganz schön schnell, alle Achtung. Naja, war nicht so schwierig. Ein Schließfach am Hauptbahnhof. Ja. Nicht gerade einfallsreich. Sagen Sie mal, dieser Zettel hier. Roland Kirkutsch. Der Name sagt mir irgendwas. Sollte ihn auch. Vor ein paar Jahren haben Sie ihn angeklagt wegen Urkundenfälscherei. Langsam wird die Sache rund. Offensichtlich versucht unser Mann, eine andere Identität anzunehmen und dann zu verschwinden. Tja, sieht ganz so aus. Diese Waffe hier haben wir in seinem Hotelzimmer gefunden. Ja. Dann scheint also an der Geschichte seiner Ex-Freundin tatsächlich etwas dran zu sein. Die immer nervöser wird. Wieso denn? Sie bombardiert mich mit Anrufen, will ständig wissen, ob wir ihn schon gefunden haben. Ich habe sie auf jeden Fall mal ins K11 bestellt. Vielleicht kann sie uns bei diesem Foto weiterhelfen. Nach dieses Foto? Entschuldigung, Cora Schneider wäre jetzt hier. Ja, soll reinkommen.